Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We are beautiful like diamonds in the sky. Shine bright. Hallo meine Freunde, ja, wenn es um Juwelen geht, dann seid ihr natürlich alle dabei. Heute geht's um das Giveaway. Ja, und wie ihr dran teilnehmen könnt, wie viel ihr gewinnen könnt und wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr hier in meinem Giveaway-Video. Yay! Also los, schauen wir es uns an. Und los geht's. Wir reden heute über das große Giveaway an Juwelen. Was habe ich mit euch vor und wie könnt ihr teilnehmen, um die Juwelen zu gewinnen? Also was sind die Teilnahmebedingungen? Warum mache ich das überhaupt? Und ja, was gibt es denn überhaupt zu gewinnen? Es gibt 5x 540 Juwelen zu gewinnen. Die Gewinner werden natürlich entsprechend ausgelost von mir per Zufall, werde einen Zufallsgenerator nehmen. Ich werde darüber noch ein Video auch machen, wo ihr dann sehen könnt, wie ich das gemacht habe. Ihr werdet dann direkt diese Juwelen, wenn ich euch gezogen habe und das an The Diamond, ja, lustiger Name, ne? Das ist unser Content Creator Kontakt bei Plarium. Das werde ich an The Diamond schicken. Der bezahlt das dann aus seiner eigenen Tasche quasi, überweist euch die Juwelen direkt an euren Account. Wie das alles funktioniert, gehen wir nachher gleich nochmal drauf ein. Von mir erhaltet ihr dann eine Info, sobald ihr die Juwelen auf eure Accounts gut geschrieben habt. Sollte es irgendwelche Probleme oder sowas geben, könnt ihr euch natürlich direkt an mich wenden, über Discord zum Beispiel. Der Link ist in der Videobeschreibung. Also da könnt ihr mir dann direkt auch schreiben und sagen, per PN zum Beispiel, hier habe ich nicht bekommen oder so. Und dann prüfen wir das nochmal, warum das vielleicht nicht gekommen ist oder ob es überhaupt schon versendet worden ist von The Diamond. Vielleicht ist er ja knapp bei Kasse, man weiß es nicht. Plarium, wie die bezahlen. Wie kann ich teilnehmen? Also ich möchte mit euch gerne einen neuen Champion gestalten und dazu benötige ich natürlich eure Hilfe. Und wie kann das Ganze denn aussehen? Also das Ganze kann jetzt wie folgend aussehen. Ich habe letztens ein bisschen gezeichnet, das habe ich ja schon in einem Video erwähnt. Also das habe ich jetzt hier gezeichnet, das ist von mir. Und ich möchte gern auch mit euch dann den neuen Champion zeichnen, gestalten und dazu brauche ich natürlich ein paar Informationen von euch. Also was würdet ihr euch als neuen Champion wünschen? Das wird natürlich über mehrere Videos dann gehen, wird jetzt nicht nur dieses Giveaway-Video betreffen, sondern werden auch noch eine Umfrage machen und so weiter. Aber was wünscht ihr euch denn im Spiel für einen neuen Champion? Was sollt ihr für Fähigkeiten haben und so weiter? Den fertigen Entwurf, also mit dem, was ich gezeichnet habe, mit euren Vorstellungen, was der an Buffs, Debuffs, an Fähigkeiten und so weiter haben sollte, das gebe ich dann an The Diamond von Plarium. Der gibt das dann entsprechend weiter an die Game Designer und so weiter und die gucken sich dann an, ist das eine gute Idee oder nicht. Und vielleicht kommt ja dieser Charakter dann auch ins Spiel mit rein. Wir lassen uns halt überraschen. Vielleicht kriegen wir auch ein schönes, tolles Charakterdesign oder ein Wallpaper oder sowas, wenn sie uns das gestalten. Also schauen wir mal, was mit diesem Champion dann passieren wird. Wichtig ist, schreibt mir bitte einen Kommentar. Für unseren neuen Champion möchte ich als allererstes so ein bisschen das Feedback einsammeln. Also welche Fraktion hättet ihr gerne einen neuen Champion? Das sollte natürlich eine von den bestehenden Fraktionen sein, weil für uns wären sie jetzt nicht extra eine neue Fraktion anlegen, es sei denn eine von denen vielleicht, die jetzt kommen wird, aber das weiß man ja auch nicht so hundertprozentig genau. Dann, welche Art von Champion möchtet ihr denn haben? Möchtet ihr lieber Dev-Champions haben, lieber EP-Champions oder Angriffs-Champions? Und welche Rolle sollte der Champion denn überhaupt einnehmen? Soll es eher ein Support-Debuffer sein, ein Support-Buffer, ein Damage-Dealer, ein Tank? Was ganz anderes, ja, schreibt es einfach auch in diesen Kommentar mit rein. Also die drei Punkte brauche ich auf jeden Fall von euch. Was ich außerdem noch brauche, ist die Spieler-ID von euch. Die findet ihr in den Einstellungen unter dem Reiter Info zum Beispiel oder die wird euch auch beim Loading-Screen direkt angezeigt. Die benötige ich von euch auch noch im Kommentar, damit ich dann später das an Plarium weitergeben kann. Wir brauchen kein Passwort, keinen Nutzernamen. Außerdem ist noch wichtig,
Nur Abonnenten können teilnehmen. Das heißt also, das Abo muss öffentlich für mich sichtbar sein. Wie ihr hier unten seht, kann ich das in meinen Kommentaren zum Beispiel sehen, wer wie lange abonniert hat, aber nur, wenn das auch öffentlich angezeigt wird. Das heißt, ihr müsst nochmal die Privatsphäre-Einstellung eurer Abos dann prüfen, jedenfalls solange das Giveaway dann geht und ich die Auslosung gemacht habe. Danach könnt ihr es dann auch gerne wieder auf privat stellen, aber ich möchte natürlich sicher gehen, dass nur Abonnenten zu diesem Vorteil bekommen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich trotzdem jetzt noch abonnieren, dann habt ihr natürlich auch abonniert diesen Kanal, ist es kostenlos und ihr kriegt noch Juwelen dazu, vielleicht, wenn ihr gewinnt. Ihr könnt das hier machen unter den Datenschutzeinstellungen. Bei den Einstellungen, da kann man dann diese Playlists und Abo-Geschichte als privat markieren oder nicht als privat markieren. Wenn es jetzt hier so aussieht wie in diesem Screenshot, dann ist es nicht als privat markiert, dann ist es öffentlich. Wenn der Schalter umgelegt wäre, dann wäre es jetzt als privat markiert. Also da müsst ihr sozusagen die Einstellung dann einfach entsprechend so markieren, dass ihr es öffentlich anzeigt, damit ich das auch sehen kann. Die Teilnahmebedingungen nochmal im Überblick für euch. Also Teilnahme bis 3.6. möglich. Das heißt also nächste Woche müsste, glaube ich, Mittwoch sein, damit ich noch Donnerstag Zeit habe und am Freitag im Livestream noch ankündigen kann, wer gewonnen hat. Und wird natürlich nochmal ein separates Video dazu geben, wie ich dann die ganzen Leute gezogen habe, die gewonnen haben, die 5 Teilnehmer. Du musst Abonnent meines Kanals sein. Das Abo muss öffentlich für mich einsehbar sein. Schreibe einen Kommentar, wie im Video erklärt, unter das Video, was ihr jetzt hier seht. Die Fraktion, die Art des Champions, die Rolle des Champions. Ich brauche eure Spieler-ID natürlich noch. Und es wird niemals jemand nach deinem Passwort oder Nutzernamen fragen. Das heißt, wenn sich irgendjemand melden sollte und will in irgendeiner Art und Weise noch dein Passwort vom Spiel haben, deinen Nutzernamen oder sonst irgendwas, dann bitte nicht drauf antworten, sondern ich brauche nur die Spieler-ID, nicht mehr, nicht weniger. Ihr müsst mir nichts geben, ihr müsst mir keine PN auf Discord oder so mit euren Daten schreiben. Es sei denn, ihr wollt eine Accountübernahme von mir mal haben, dass ich auf euren Account mal drauf gehe und mir das Ganze anschaue. Da gibt es ja auch ein paar Videos von mir auf YouTube. Ich mache mal eine Infokarte hier oben. Also falls ihr noch so eine Accountübernahme haben wollt, daran Interesse habt, dass ich mal drüber gucke über die einzelnen Teams oder ihr bestimmte Verbesserungen in bestimmten Abschnitten benötigt, dann natürlich gern, schreibt mich per PN über Discord an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt gilt es natürlich nur noch für euch. Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wie immer, abonnieren wäre natürlich toll. Es ist kostenlos. Ich war auch einer der ersten deutschen Raid-YouTuber. Das heißt also, viele Leute kenne ich schon aus den Kommentaren, die fast seit Anfang an auch mit dabei sind. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr dann auch das Video nicht verpasst, wenn ich die Gewinner bekannt gebe. Die werde ich dann natürlich nochmal versuchen, separat anzuschreiben. Das macht es natürlich auch einfacher, wenn ihr dann die Möglichkeit mir irgendwie gebt, euch anzuschreiben über Discord. Dann, wenn ich das Video mache, wer gewonnen hat, damit ihr dann nochmal reinschauen könnt, ob ihr dann dabei wart. Und wie gesagt, auch fleißig gerne die Videos gucken, denn je mehr Leute abonnieren und je mehr Leute die Videos gucken, desto mehr rutsche ich dann auch in die nächste Kategorie für die nächsten Giveaways. Das heißt, wir können nämlich dann noch mehr Juwelen ausgeben. Es gibt nämlich noch einen dritten Rang sozusagen. Es sind Ränge unterteilt bei Plarium, je nachdem wie viele Abonnenten und wie viele Views man hat. Natürlich die englischen YouTuber hier ein bisschen im Vorteil, dadurch, dass sie sehr viele Abonnenten haben und sehr viele Views. Auf englischer Sprache natürlich einfacher ist. Und auf deutsche Sprache, das natürlich nicht ganz so einfach ist, so viele Abonnenten auf einmal zu bekommen, weil man nicht so viele Leute auf der Welt erreichen kann, sondern halt nur die deutschsprachigen. Aber wie gesagt, wenn ihr abonniert, wenn ihr fleißig die Videos guckt, dann haben wir immer noch eine Chance, eben auch in die nächste Kategorie reinzurutschen. Und dann gibt es noch mehr Juwelen und noch mehr Leute, die natürlich gewinnen können. Und von daher ist es natürlich auch in eurem Interesse, wenn wir jetzt monatlich solche Giveaway-Videos machen, dass ihr schön zuschaut und abonniert. Wie gesagt, man kann ein Video auch zweimal anklicken und zweimal schauen. Also von daher, lasst euch nicht davon abhalten, es mit Freunden, Verwandten, Bekannten zu teilen, Flyer zu drucken, sie auf die Straße zu werfen, in Chats zu schreiben. Schaut euch alle dieses Video an, ja. Also von daher, vielen Dank natürlich auch für alle, die mich immer so schön unterstützt haben. Vielen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Also bis dahin, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Ihr seid spitze. Bis dahin. Tschüssikowski!